Kinder heutzutage, ne? Grundschullehrerin, du kannst das bezahlen. Kinder heutzutage, das sind verweichliche Drecksdinger geworden, kann das. Die vertragen gar nichts mehr, oder? Kinder gegen jeden Scheiß allergisch, ne? So Laktose, Gluten. Ist das eine Erdnuss? Kann keine Erdnüsse. Hey, also gab's bei uns früher nicht, ne? Wir hatten keine Angst vor Gluten und wovor hatten wir früher Schiss? Wir hatten Angst vom Mörder unterm Bett. Ja, das waren begründete Ängste. Oder wir hatten Angst vorm Keller. Wer hatte Angst vorm Keller? Kennt ihr die Angst vorm... Wir hatten Angst vorm Keller. Gut, Österreich, das hat andere Gründe, aber... Spaß. Ey, als Kind hast du richtig Schiss vorm Keller gehabt, ne? Kennt ihr das, wenn du als Kind in den Keller musstest und der Lichtschalter war nur im Keller? Das heißt, du musstest im Dunkeln wieder hoch. Alter, Panik! Hast dich schon so als Kind in die Sprintposition hingestellt. So, alles klar. Jetzt wird's ernst. Wir haben es dreimal im Hellen geübt. Jetzt wird's ernst. Licht aus. Ah! War so, ne? Ich habe mir lange überlegt, worüber möchte ich reden? In meinem neuen Programm. Lucky Man, das ist die neue Tour. Und dann ist mir das Thema ist mir einfach in den Schoß gefallen, Leute. Weil ohne Scheiß, ich bin gestern 29 Jahre alt geworden. Gestern. Ja. Vielen Dank. Anscheinend bin ich jetzt in einem Alter, wo man Applaus dafür kriegt, wenn man sein Alter sagt. So alt bin ich. 29, noch nicht tot. Glückwunsch. Ich bin ja, ich weiß aber gar nicht, wie man erwachsen wird. Ich muss jetzt erwachsen werden, aber ich weiß gar nicht, wie man erwachsen wird. Was ist erwachsen sein? Ich glaube, viele in meiner Generation, wir sind lost. Wir wissen nicht genau, wie man erwachsen werden will. Ne? Wie geht das überhaupt? Ne? Und wir möchten heute ein bisschen über Selbstfindung reden. Ne? Ich meine, darum geht's. Ich meine, ich bin 29 Jahre, ich kann nichts beantworten von früher. Man muss die Fragen der Kindheit beantworten. Ich bin 29, ich kann nichts beantworten. Ich weiß immer noch nicht, wer die scheiß Kokosnuss geklaut hat. Jede Generation hatte seine Fragen. Ne? Wir haben uns gefragt, wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Generation davor hat sich gefragt, wer hat an der Uhr gedreht? Die Generation davor hat sich gefragt, wollen wir wirklich den totalen Krieg? Jede Generation. Und ein Österreicher hat's verbockt. Ne? Also hier. Ich meine, wir wollen über Selbstfindung reden, da muss man in der Kindheit anfangen. Ne? Man muss in der Kindheit anfangen. Da fängt sie an, die Kindheit. Wir sind ja Produkte unserer Kindheit. Wenn ich mal zurück überlege, was war ich für ein Kind? Ah, früher. Ah, ein absolutes Scheißkind. Ich war so ein nerviges Kind. Ich habe 5 Geschwister. Wir sind 6 Jungs zu Hause. Und ich wollte immer Aufmerksamkeit. Ich wollte immer so Aufmerksamkeit bekommen. Ich bin immer mit Geräuschen durchs Haus gelaufen, damit ich gesehen werde. Immer mit so durchs Haus. So, la, 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 ich bin der Luke. Guck mich an. La, 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 la. Bis mein Vater irgendwann mal so, halt die Fresse! Du bist 21 Jahre alt! Zieh aus! La, 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 la. So ein nerviges Scheißkind. Ich war aber auch neugierig. Ich habe immer Sendung mit der Maus geguckt. Sendung mit der Maus kennt ihr, ne? Sendung mit der Maus, schöne Sendung. Habe ich immer geguckt, sehr neugierig. Habe ich immer die Beiträge versucht, zu Hause nachzuspielen. Ich habe mal so einen Beitrag gesehen bei der Sendung mit der Maus. Eine Ameise kann das 18-fache ihres eigenen Körpergewichts tragen. Am gleichen Tag habe ich gelernt, mein kleiner Bruder kann das nicht. Und... Nein, Spaß, nein. Ich hatte immer Stress. Mein kleiner Bruder, der war sehr hübsch. Mein kleiner Bruder war sehr, sehr hübsch. Und kennt ihr so hübsche Kinder? Oh Gott, der war so hübsch. Der hatte immer perfekte Haare, Colgate Lachen. Der war wirklich, der sah aus wie so ein C&A-Katalogkind. Kennt ihr die? Im C&A-Katalog machst du immer so auf, hast immer so ein perfektes Kind mit so einer Parka-Jacke für 79 Euro und so einem Golden Retriever an der Leine. So sah mein kleiner Bruder aus, voll perfekt. Auf jedem Familienfoto. Und daneben ich, ein hässliches Kind. Ich sah aus wie so ein angeschossener Teller Knete. Daneben Video, meine Mutter hatte eine Videokamera. Hat uns immer mit der Videokamera gefilmt, alle 6 Jungs. Die läuft dann so altes Video, die läuft so durchs Wohnzimmer, filmt meinen perfekten kleinen süßen Bruder, der sitzt auf der Couch, heiße Milch mit Honig daneben, ne, liest alle Harry Potter Bücher gleichzeitig. So. Entdeckt so die Kamera. Hallo Mama. Filmst du mich? Ich wollte nur sagen, dass ich dich lieb hab. Voll süß. So zeitgleich auf dem Video, ich im Hintergrund, nackt durchs Wohnzimmer. Hatte so eine Decke als Harry Potter Umhang so an. So. Mein Penis zurückgezogen. Expecto Patrono! Kommt nichts raus, Mama! War so ein nerviges Scheißkind, Alter. Sogar die Wollnis hätten mich einfach weggeworfen. Ich wirklich.
So ein nerviges Kind. Ich weiß nicht, ob eure Eltern das auch immer gemacht haben. Meine Mutter, wenn wir Scheiße gebaut haben, meine Mutter hat immer angefangen zu zählen. Ey, ich habe die 3 nie gehört. So weit ist es nie gekommen. Die Kinder bauen Scheiße. 1, 2, okay, ich hab! Wenn wir nicht aufgehört haben, kam Bruchrechnung. 2,5. 2¾. Warte, bis Papa nach Hause kommt. Dann ging es weiter in die Schulzeit. Schulzeit war auch kein gutes Ding für mich. Ich war kein guter Schüler, wo ich das immer gemerkt habe. War bei Gruppenreferaten. Mit mir wollte keiner in der Gruppe sein. Kennt ihr Gruppenreferate? Das musst du dir auch halten, oder? Ne? Das geht immer, die Gruppen formen sich immer wahnsinnig schnell, habe ich das Gefühl. Ne? Das ist so, der Lehrer sagt sowas wie, ja, wir haben jetzt eine Projektwoche und halten Gruppenreferate. Direkt fangen sich alle Mädels an zu reservieren. Im Klassenzimmer, ne? Alle so, Franzi, pst, Franzi, wir beide, pst, wir sind eine Gruppe, pst, Franzi, sind wir eine Gruppe, Franzi, wir sind eine Gruppe, sind wir eine Gruppe für das Treffen, sind wir eine Gruppe, sorry, Babsi, ich bin schon mit der Franzi in der Gruppe, ich kann nicht in die Gruppe, ich bin in der, können wir auch eine Dreiergruppe? Alle werfen so Handtücher über die anderen Mitschüler drüber, reservieren sie. Meine Gruppe! Ich war immer in der Restegruppe. Bei mir wollte keiner in der Gruppe sein. So 8. Klasse, neben mir der Typ 5-mal sitzen geblieben. Sind wir eine Gruppe? Ja, ja, kein Problem. Soll ich dich mit dem Auto später mitnehmen, oder? Muss mein Kind noch zum Judo fahren? So Referatsgruppen sind immer gleich, ne? In der Schule hast du immer verschiedene Typen, ne? Du hast immer verschiedene Typen, die das Referat halten. Du hast immer den einen Typen in jeder Gruppe, der die ganze Arbeit macht. Der macht inhaltlich alles, der hält das Referat, der macht die PowerPoint-Präsentation, der ist relativ wichtig. Dann hast du in jeder Gruppe den einen Typen, der macht inhaltlich nicht so viel, der ist aber, der sorgt dafür, dass es allen gut geht. Ne, das ist so der Wellness-Manager, ne? Braucht jemand Knoppers, Schwipschwapp, jemand Schwipschwapp, 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 jemand Schwipschwapp. Auch relativ wichtig. Und du hast in jeder Gruppe den einen Typen, der macht gar nichts. Der ist nur da, um die gute Note abzustauben, ne? Seine Aufgabe, ich halte das Plakat. Der sagt nichts. Der hat die ganze Zeit so einen Gesichtsausdruck wie so ein Hund, der gerade einen Kartentrick gezeigt bekommt. Der ist so. Unsere Gruppe, 3 Hunde.